Aber eines machte der Patron der Mannschaft doch noch eindeutig klar. Wenn wir absteigen, ihr und ich, die Pfälzer werden sich an alle unsere Namen erinnern. Jahrelang. Der Jäggi mit seiner, Gerry Ehrmanns Worte, Schwuchteltruppe. Der Aufsichtsratsvorsitzende Walter Ruder referierte dann über Kontakte zu Stefan Kunz. Ohne den Namen Kunz zu nennen, hatte wohl erst kurz vor der Mitgliederversammlung erstmals mit ihm gesprochen. Denn ein FCK-Angebot gibt es laut Stefan Kunz bisher überhaupt nicht, auch wenn der Vorstandschef sich das vorstellen kann. Ich habe Stefan Kunz als Mann kennengelernt in den letzten 3 Jahren, der ja sicherlich auch Verlockungen hätte unterliegen können, Kommentare abzugeben. Das hat der Stefan nie gemacht. Ich glaube, er ist ein Mann, der als Spieler bewiesen hat, dass er Qualitäten hatte. Was für mich aber bei Fußballern immer sehr viel wichtig ist, was machen sie nach dem Ende ihrer Karriere? Und hier wird Stefan Kunz zu den wenigen, die ich kenne, gehören, die aus ihrem Leben was machen werden. Und deshalb ist der Stefan Kunz immer jemand, den ich eigentlich gerne in meiner Nähe hätte und sicherlich auch in diesem Verein. Fast alles beim Alten nach den Neuwahlen. Es muss doch ein schönes Gefühl sein, von über 800 Mitgliedern bescheinigt zu bekommen, dass man zwar Tabellenletzter ist und trotzdem alles richtig gemacht hat. Also, reden wir mal kurz über einen Mann, der nicht auf der Mitgliederversammlung anwesend war und der trotzdem ein wichtiges Thema war. Stefan Kunz, heute in einem SWR4-Interview hat er uns gesagt im Radio, also mit mir hat so konkret über irgendwelche Aufgaben noch niemand gesprochen, aber er hat auch durchblicken lassen, dass es natürlich für ihn schon ein Job wäre, der interessant wäre. Was sagen Sie zu dem Namen Stefan Kunz? Also ich kann nur sagen, dass der Stefan, ich kenne ihn als Spieler, ich kenne ihn als Trainer und ich kenne ihn als Manager der TuS Koblenz jetzt. Wir haben jetzt gerade wieder zu tun gehabt in Vorbereitung auf das Spiel der zweiten Mannschaft hier auf Platz 4. Und ich schätze ihn als sehr angenehmen Gesprächspartner und ich weiß, dass er FCKler ist durch und durch. Ich glaube auch, dass, wie René Zejegi sagte, er eine entsprechende Zukunft hat. Ob die hier beim 1. FC Kaiserslautern liegt oder anderswo, das kann ich nicht sagen, das liegt in anderen Händen, aber ich schätze ihn. Ein wichtiger Punkt. Ein wichtiger Punkt, den René Zejegi angesprochen hat, auch auf der Mitgliederversammlung, war ja das Thema Fröner Hof, also das Ausbildungszentrum, das Leistungszentrum. Er sagt, das müssen wir wieder zurückkaufen, das muss wieder dem Verein gehören. Sehen Sie das auch so? Ja, ich denke, dass das auch so ein bisschen Herz ist, ja, und ihm auch eine Herzenssache ist, dass das wieder in den Besitz des Vereins übergeht. Ich denke, dass wir dort mit dem Nachwuchs sicherlich dafür sorgen werden in der Zukunft, mittel- bis langfristig da entsprechend zuführen können, dem Profikader. Und aufgrund dessen denke ich, dass es ein fester Bestandteil des Vereins sein muss. Die wichtigen Weichenstellungen wird der neue Vorstand, den der jetzt formierte Aufsichtsrat ja erst noch bestimmen muss, stellen müssen. Aber nicht irgendwann, sondern möglichst schnell. Und Wolfgang Wolf hat heute in der Pressekonferenz dazu eine ganz dezidierte Meinung geäußert. Es müssen neue Strukturen geschaffen werden, es sollen neue Strukturen geschaffen werden, habe ich gehört. Ja, aber das kann man nicht warten bis zum 1.7. Um 1.7. ist die Saison schon geplant. Ob in die erste oder in die zweite Liga, da können die Leute, die dann kommen oder die Alten, die bleiben sollen, nichts mehr bewegen. Von daher muss man jetzt sofort sich zusammenhocken, muss sagen, spätestens zum 1.3. ja, steht die neue Regierung, die neue Mannschaft da, mit denen Leute gehen wir in die Zukunft. Ob da Jäggi jetzt die nächsten 3 Jahre vorne dran steht oder nicht, oder ob es der Olaf ist oder Bühler oder Kunz oder Schmidt oder was weiß ich, oder wie, das ist mir wurscht. Ja. Ich brauche Leute um mich rum, wo wir sofort hier wissen, was los ist und wo es nicht um 1.7. Wieder was Neues gibt. Ja, das müssen ganz klare Pflöcke jetzt hier in den Betzenberg reingeschlagen werden, so tief bis sie verwurzeln und dann geht's los, dann geht's an die Arbeit. Klare Worte für die Zustimmung. Sehen Sie das auch so oder wäre es für Sie nicht auch eine Vorstellung zu sagen, aber was die Pflege des Nachwuchs angeht, tut uns ein Jahr in der zweiten Liga durchaus auch mal gut, um mal durchzuschnaufen und alles wirklich ganz neu aufzubauen? Also zunächst einmal ist die Arbeit eines Bundesliga-Trainers ja sicherlich auch sehr kurzfristig angelegt. Da müssen kurzfristige Entscheidungen her. Das unterscheidet letztendlich die Arbeit des Bundesliga-Trainers von meiner Arbeit als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Wir sind mittel- bis langfristig ausgelegt. Wir brauchen diese Entscheidungen sicherlich auch, aber nicht in der Kürze der Zeit, wie der Wolfgang Wolf sie sicherlich braucht.
Und von daher ist es ein bisschen differenziert zu meiner Arbeit. Aber die zweite Liga, wäre das für Sie ein Ruhejahr, ein gutes Jahr? Oder würden Sie sagen, nee, auf keinen Fall abschalten? Es gibt Mannschaften, die haben ähnlich gedacht, die sind aber immer noch in der zweiten Liga. Ich glaube, dass wir alles tun sollten, dass wir in der ersten Liga bleiben. Und dann werden wir es auch schaffen, die Strukturen entsprechend so zu legen, wie wir sie brauchen für die erste Liga. Also das muss die Mannschaft auch nicht auch so sehen. Und davon gehen wir mal aus. Wie viel Dampf drin war im Abschlusstraining heute, das erfahren wir von Bernd Schmidt. Der ganze Verein steht unter Dampf. Erst Duisburg, dann Köln. Zwei richtungsweisende Spiele gehen sie verloren. Ist für den FCK im Abstiegskampf die Luft raus. Begräbnis machen wir dann erster Klasse irgendwann. Dort draußen ist, glaube ich, auf dem alten Platz da draußen. Ne? Noch ist es nicht so weit. Ich habe gerade gesagt, wir Pfälzer sind Kämpfer, wenn auch die Morale ein bisschen am Boden ist und wir sind ein bisschen niedergeschlagen. Aber da muss man doch wieder aufstehen. Wir haben doch jetzt die Chance, wieder aufzustehen. In dieser Woche musste Wolfgang Wolf viel mit seinen Spielern reden, seine Mannschaft darauf vorbereiten, dass sie auch in Duisburg durch eine Fehlentscheidung in Rückstand geraten kann. Das glaubt bloß keiner, aber es ist so, wenn du unten stehst und kriegst dann noch solche Nackenschläge, wo dann Sachen nicht gepfiffen werden und du kriegst dann Rückstände da draus, dann wird es doppelt schwer, das weiß ich. Das spricht auch die Moral, dann heißt jetzt geht schon wieder los. Sich gegen die Niederlage stemmen, den Abstieg noch verhindern. Wolfgang Wolf hat nicht viele Typen in der Mannschaft, die einfach die Ärmel hochkrempeln und die psychische Belastung abschütteln können. Es sind viele Spieler dabei, wo sie mir die Situation noch nicht kennen. Und ich bin schon 6 Jahre dabei, ich kenne das schon. Ist mein 7. Jahr jetzt. Ich habe immer gegen Abstiegskampf gespielt, ich bin noch nie abgestiegen. 3 A-Jugendspieler im Kader, die als erste Alternativen gelten. Wahrscheinlich einzigartig beim FCK in der Bundesliga-Geschichte. Aber die Jungen werden die Klasse nicht halten. Da darf es in Duisburg nicht passieren, dass der erfahrene Erwin Skela wie gegen Schalke völlig untertaucht. Daher erwarte ich mir von meinen Leuten, natürlich von den erfahrenen Spielern, dass die im Mittelfeld mehr nach vorne rücken, mehr das Heft in die Hand nehmen und auch Zeichen setzen, offensiv. Im Trainingsspielchen Alt gegen Jung spielte der Trainer mit. An der Aufstellung will er nur Kleinigkeiten ändern, vielleicht das System auf 4-4-2 umstellen, mit den beiden Stürmern Sanogo und Altintop auf einer Höhe. Wackelkandidat könnte dann Michael Mikic sein, den Wolf zwar sehr schätzt, von dem aber viel zu wenig Torgefahr ausgeht. Ich hoffe, ich will schießen viele Tore und viele vorbereiten für Tore. Ja. 6 Punkte sollen her aus den Spielen gegen Duisburg und Köln. Liegt in dieser Ruhe noch die Kraft? Noch sind genug Punkte zu vergeben, dass wir sagen, wir können das noch packen. Ja, aber es wäre schon gut, wenn wir jetzt mal anfangen zu punkten. Wenn es einen richtigen Zeitpunkt gibt, dann ist er jetzt morgen in Duisburg. Nur zur Erinnerung, im Hinrundenspiel gegen Duisburg hat der FCK 5 Tore geschossen. Wolfgang Wolf hat das Video ganz sicher im Gepäck. Im Gepäck, wie eingangs erwähnt, auch 3 Nachwuchsspieler, die es vielleicht in Zukunft richten sollen. Wie läuft denn die Kommunikation mit Ihnen und mit Wolfgang Wolf? Gibt es da regelmäßige Treffs? Weil er setzt ja sehr viel auf die jungen Mannschaften. Da gab es ja andere Trainer, da weiß man, waren die gar nicht von denen, ob die jemals auf dem Fröhnerhof waren. Ja, wir haben erste Gespräche geführt und haben uns entsprechend ausgetauscht. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Trainer sich auf der Trainerebene entsprechend verständigen. Deswegen habe ich auch mit Michael Dusek und Hans-Werner Moser das so vereinbart, wenn da die Dinge anstehen, dass sie den kurzen Kontakt zum Wolfgang Wolf haben. Und das funktioniert bisher prächtig. Die telefonieren stets und ständig miteinander, tauschen sich aus, Stand der Dinge und so weiter. Und da ist jeder letztendlich interessiert, was der einzelne Spieler macht. Also das wird oder das läuft so, wie es sein muss, also sehr gut. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, dieses Jugend- und Leistungszentrum Fröhner Hof? Passiert es dann folgendermaßen, dass Sie einen Anruf kriegen, es sind irgendwelche aufgeregten Eltern aus sonst wo dran und sagen, unser Sohn, der spielt ja so gut Fußball, können Sie den Beckenbauer glatt in die Tasche stecken oder wen auch immer, den müssen Sie sich angucken. Und dann fahren Sie dahin und gucken sich den an oder kommen die mal mit dem her und dann lassen Sie den ein bisschen kicken. Wie funktioniert sowas? Ja, sicherlich bekommen wir viele Anrufe und auch viele Briefe und da werden entsprechende Empfehlungen ausgegeben. Wir verfolgen das sehr akribisch und gewissenhaft und sind da schon sehr daran interessiert, dass uns da keiner durch die Lappen geht. Aber letztendlich ist es doch so, dass man im Vorfeld das eine oder andere aussieben muss. Ja? Im Laufe der Zeit entwickelt man da ein Gefühl dafür. Sicherlich keine 100%ige Trefferquote, aber nahezu.
Da, wo wir das Gefühl haben, das könnte etwas sein, sind wir sicherlich daran interessiert, die Spieler entsprechend einzuladen. Dann nehmen die an Probetrainingseinheiten teil. Zum Teil gehen wir aber auch in die Vereine rein, schauen da, wie die sich in ihren Vereinen bewegen und spielen. Da sind wir sehr gewissenhaft und ich glaube, dass die Arbeit entsprechend auch gut ist und Früchte trägt im Moment. Wenn Sie im Sommer alle die weltbesten Fußballer sehen wollen, die auch mal irgendwann als kleine Pimpfe angefangen haben, vielleicht gar nicht mal in Leistungszentren, sondern irgendwo auf einer Straße in Afrika oder in Südamerika, dann müssen Sie ein WM-Ticket haben. Und gewinnen können Sie es jetzt. 2006. Das WM-Quiz. Wir stimmen Sie ein auf die Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land. Und hier ist unsere heutige Frage. Bei der WM 1962 in Chile erreichte Deutschland mit einem 2:0-Sieg über den Gastgeber das Viertelfinale. Die Tore schossen Szymaniak und Seeler. Wer hat bei der WM 1962 das deutsche Tor gehütet? War das A. Wolfgang Farian oder B. Hans Tilkowski? Gewinnen Sie mit OZ, der Sportwette von Lotto, 2 WM-Tickets für das Spiel Australien gegen Japan. Mailen Sie uns oder rufen Sie uns an. 0185 15 15 28. Auflösung am Sonntag ab 21.50 Uhr in Flutlicht. Lass uns den Faden nochmal aufnehmen. Wenn die Jugendlichen zu Ihnen kommen, die werden ja irgendwo auch von den Eltern in die Obhut des ersten FC Kaiserslautern gegeben. Und jetzt zum Beispiel wie im Fall von Schönheim oder Halfa, ist es dann auch ein Internatsleben hier in Kaiserslautern am Heinrich-Heine-Sportgymnasium. Haben Sie dann sowas wie eine Ersatzelternfunktion oder sagen Sie, nee, das ist nicht unser Ding, das ist nicht mein Ding? Ja, also wir sehen uns schon so, dass wir auch in gewissen Dingen auch Ansprechpartner sind. Das kann meine Person sein, das können die jeweiligen Mannschaftstrainer sein, aber auch die Co-Trainer oder Betreuer, je nachdem, zu wem der Spieler letztendlich den entsprechenden Draht hat. Aber in erster Linie ist es die Schule dann vor Ort, das Heinrich-Heine-Gymnasium hier in Kaiserslautern, und ich, die Spieler Schönheim, Halfa, die Eltern wohnen nicht allzu weit weg. Also da besteht auch sicherlich jederzeit die Möglichkeit, da einen entsprechenden Kontakt wieder zu den Eltern herzustellen. Gell. Sie haben gespielt in Leverkusen, in Bochum, in Mainz. Sie sind ausgebildeter Fußballlehrer. Juckt Sie nicht doch bei aller Verantwortung und Schönheit, die dieser Job hat, den Sie jetzt haben, doch auf den Platz zurückzugehen und selbst nochmal eine Mannschaft zu führen, vielleicht auch in der Bundesliga? Nein, juckt mich nicht. Ich habe mich im Ende 2003 zu dieser Arbeit Leiter des Nachwuchsleistungszentrums entschieden. Sehr bewusst. Ich war damals der Trainer der zweiten Mannschaft hier in der Regionalliga beim 1. FC Kaiserslautern. Und als ich die Wahl hatte, das Angebot hatte von Seiten des Vorstandes, habe ich mich dazu entschlossen. Und ich muss sagen, die Entscheidung war richtig. Ich bin sehr froh, diese Dinge entsprechend gelassen und ruhig angehen zu können, mit entsprechender mittel- bis langfristigen Zielsetzung. Mhm. Und ich denke, das liegt mir mehr, als den kurzfristigen Erfolg bereitzustellen. Das war schon richtig, wie ich das gemacht habe. Gut. Am vergangenen Samstag, da waren so ein paar Pimpfe. Fußballpimpfe hier im Stadion, die kamen nicht vom Fröner Hof, sondern aus einem kleinen Dorf. Und Christian Döring hat sie bei einem der schönsten Tage ihres Lebens begleitet. 3 Stunden vor dem Anpfiff, Timon vom SV Niederwörresbach macht sich bereit für seinen Lieblingsclub. So, hier, und viel Spaß wünsche ich euch. Geil. Mama bleibt zu Hause, Papa darf mit, er hatte schließlich die Idee zu mitmachen. Noch 2,5 Stunden, Treffpunkt Ortsmitte, Mannschaft und Trainer sind heiß auf den großen Tag. Seid ihr alle klar für den FCK? Ja! Abfahrt Niederwörresbach Richtung Betze. Noch 30 Minuten bis zum Anpfiff, letzte Teamsitzung in den Katakomben. Timon und Co. wissen jetzt, dass sie mit den Schalkern einlaufen. Mit wem am liebsten? Kevin Kurani. Spoton. Warum? Weil er gut ist. 5 Minuten vor dem Anpfiff, die Jungs vom SV Niederwörresbach fast schon mittendrin, statt nur dabei. Oh, ich bin ziemlich aufgeregt und ich zittere ganz schön, aber es sind ziemlich viele hier.
Und wen sieht Timon zuerst rauskommen? Schiedsrichter. Dann der große Moment. Niederwörresbachs Kapitän Fabian mit Schalkes Kapitän Ebbe. Und Timon? Na egal, erstmal 35.000 Zuschauer feiern nämlich die großen Stars und die kleinen. 35.000 auf einmal. So viel Applaus bekommen die meisten Menschen im ganzen Leben nicht. Eine Minute vor dem Anpfiff. Schnell vom Platz runter, aber ja nicht hinfallen. So hat es der FCK-Offizielle den Jungs mit auf den Weg gegeben. Und alle kriegen's hin. So, und wie war's? Gut. Wen hast du denn gehabt? Bordon. Dein Wunschpartner? Ja. Oh, ich war so toll aufgeregt. Aber ein schönes Gefühl. 12 Minuten nach dem Anpfiff schießt Schalke das 1:0, genau in dem Moment, als die Niederwörresbacher noch ihre reservierten Plätze suchen. Okay, der FCK verliert und bleibt letzter, dafür gibt's vorderste Plätze auf der Osttribüne. Hier unten war ich ja noch nie gewesen. Also hier sieht man alles hautnah. Wenn du selbst mal Profi wirst, dann bei Schalke oder beim FCK? Eigentlich bin ich ja Bayern-Fan. Ja, so kann's gehen. Ja. Aber der SWR hat es möglich gemacht, Treffpunkt Betze auch für Bayern-Fans. Also so sind wir großzügig, da kennen wir nichts. Uwe Schiller, vielen Dank für den Besuch. Danke mich auch. Wir alle wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg, dass noch viele zukünftige Stars aus Ihrer Talentschmiede kommen. Toi, toi, toi für die Zukunft. Vielen Dank für den Besuch. Neue über Mainz 05 vor dem schweren Gang nach Bremen. Jetzt mit meinen Kollegen in Mainz. Tschüss, wir sehen uns nächste Woche wieder. Machen Sie es gut. Bye, bye. Guten Abend. Hallo. Hallo. Guten Abend. Dankeschön. Hallo. Guten Abend. Ein herzliches Willkommen auch Ihnen zu Hause. Es sind noch 42 Punkte in der Fußball-Bundesliga zu vergeben. Das ist ja schon ein ganz schöner Brocken. Die schlechte Nachricht, es wird für die Champions League beim FCK nicht mehr reichen. Die gute Nachricht, UEFA Cup wäre noch drin. Also ein bisschen Spaß muss noch sein, auch wenn man Tabellenletzter ist. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt, das hat Wolfgang Wolf heute auch wieder in der Pressekonferenz gesagt. Und ob man trotzdem noch mit Humor an diese Aufgabe gehen kann, den ersten FC Kaiserslautern in der ersten Bundesliga zu halten, das soll uns einer verraten, der maßgeblich die Weichen mitstellen wird für die Zukunft des FCK in den nächsten Wochen. Herzlich willkommen, der neue Aufsichtsratsvorsitzende, hier ist Dieter Buchholz. Herr Buchholz, frisch gebackener Aufsichtsratsvorsitzender, kann man noch sagen, ist gerade ein paar Tage her. Und was Sie ja auch auszeichnet, Sie sind der einzige Funktionär beim FCK, von dem ich es zumindest weiß, der auch Ehrenmitglied einer Fanregion ist, nämlich Rheinhessen-Pfalz. Wie sind Sie zu dieser Ehre gekommen? Müssten Sie normalerweise natürlich die Leute fragen, die Fans, die mich ernannt haben. Aber na gut, ich habe bei vielen Veranstaltungen der Fans hier unterstützt, zum Teil mit meinem Unternehmen, habe mich halt oft sehen lassen und habe denen in bestimmten Situationen halt geholfen. Es ist trotzdem auch Ihr Wahlergebnis, finde ich, ein deutlicher Fingerzeig. Sie haben mit Abstand die meisten Stimmen bekommen von den Fans bei der Wahl zum Aufsichtsrat, weil Sie sich sehr eingesetzt haben, auch in ihrer Rede dafür, dass diese FCK-Familie wieder ein bisschen näher zusammenrückt, dass die Distanz zwischen denen, die die Geschicke lenken und denen, die auf den Rängen stehen, ein bisschen kürzer wird. Ist das ein ganz wesentliches Credo für das, was Sie jetzt vorhaben beim FCK? Ja, also erstens, ich bin nicht von den Fans, sondern von den Mitgliedern. Von den Mitgliedern, ja. Und ich denke schon, dass das dachte ich auch schon vor 3 Jahren, als ich zum Aufsichtsrat damals zum ersten Mal gewählt wurde. Da gab es ja von der alten Führung noch, ohne jetzt da nachzutreten, Differenzen. Die Fans hatten das Gefühl, man braucht sie gar nicht mehr und so weiter. Und ich denke, Fußball ohne Fans, das geht überhaupt nicht. Und habe mich eben in diesen 3 Jahren da mal besonders drum bemüht, um diese Distanz eben zu verkürzen. Dazu braucht es... Dazu braucht es
bestimmt noch mal viel Nachdenkens, gerade in so einer schwierigen Situation wie jetzt, sind die Mitglieder, sind die Fans der große Rückhalt. Ich will die Gelegenheit nutzen, wenn Sie schon gerade da sind, und einen Finger in eine Wunde legen, wie ich finde. Denn ich denke, das ist ein Punkt, wo der erste FC Kaiserslautern ganz viel nachbessern muss. Ich habe ein Schreiben bekommen, ein persönliches Anschreiben eines FCK-Fans, eines FCK-Mitglieds aus Bornheim. Er hat mir Kopien Schreiben geschickt, das hat er an den FCK geschickt. FCK ist sein Herzblut, schon von Kindesbeinen an. Im Jahr des Abstiegs ist er Mitglied geworden und hat diesen Verein auch immer unterstützt. In diesen anderthalb Seiten ist ganz, ganz viel Herzblut, in denen er aber beschreibt, warum er es jetzt nicht mehr sein kann. Er ist ausgetreten und hat seine Mitgliedschaft gekündigt, möchte aber trotzdem weiter als Fan dem FCK erhalten bleiben. Dann bekommt er als Antwortschreiben drei dürre Zeilen, in denen er darum gebeten wird, den Mitgliedsausweis zurückzuschicken. Ich finde, so kann man nicht mit seinen Mitgliedern und nicht mit seinen Fans umgehen. Also da pflichte ich Ihnen bei, Herr Sommer, das kann man vielleicht unter der Rubrik dumm gelaufen, sage ich mal, abhaken, aber solche Dinge, die dürfen nicht passieren. Nun gut, ich würde als Mitglied unseres Vereins, und ich bin schon, wie gesagt, sehr, sehr lange im FCK, seit 14-Jähriger besuche ich den Betzenberg, wissen Sie, ich würde auch, wenn es schlecht läuft, auch in der zweiten Liga oder wenn mir die Spiele nicht gefallen, nicht austreten. Ich würde immer Mitglied meines Vereins bleiben. Nichtsdestoweniger, wenn jemand so schreibt, und wie Sie es mir geschildert haben, mit Herzblut und ein Problem hat, dann sollte man sich da ein wenig mehr drum kümmern. Das ist richtig. Also ich denke auch, man muss bestimmt nicht jeden bekehren, aber das Minimum ist eine vernünftige Antwort mit einer Unterschrift, denn die hat in dem Schreiben auch gefehlt. Da sind wir uns also einig. Reden wir über das Sportliche. Heute war Abschlusstraining. Bernd Schmidt, unser Kollege, war dabei und er hat keine hängenden Köpfe gesehen. Diese Elf spürt, dass kaum noch einer an sie glaubt. Aber es war dieser eine kurze Moment beim 2:2 gegen Köln, als die Hoffnung noch mal aufflackerte nach Fabian Schönheims 2:2. Wenigstens einen Punkt gerettet, auch wenn es jetzt schwer wird. Die Tabelle sagt auch aus, verliere den Mut nicht, weil es ist noch alles drin. Und von daher ist das auch keine Durchhalteparole, das ist einfach so. Da brauchen wir nicht schön zu reden, wir sind in einer schwierigen Situation. Das wird von Spiel zu Spiel schwieriger, aber es ist noch machbar. Und es ist aus eigener Kraft machbar. Balázs Borbély wird morgen sein Bundesliga-Debüt geben. Der Slowake eröffnet Wolf neue taktische Möglichkeiten. Auch der angeblich auf des Trainers Streichliste aufgeführte Zahn.